Venezuela bereit, Russland zu helfen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Russische Medien berichten am Wochenende über vielfältige Äußerungen von Politikern in Venezuela zu möglichen Hilfen für Russland in der gegenwärtigen internationalen Lage. Die Verfassung Venezuelas gibt den Rahmen für internationales Engagement vor. Der russische Botschafter in Venezuela informierte, dass das Land bereit sei, Russland im Falle eines Konfliktes zu helfen. Er erklärte dies im Rahmen des bekannten TV-Formates Solovyov Live. Der Botschafter informierte, dass bereits wenige Minuten nach dem Auftritt des russischen stellvertretenden Außenministers Ryabkov in den USA und in Europa viele venezuelische Politiker, Mitglieder der Regierung, ihn angerufen und die Unterstützung des Landes angeboten haben. In der TV-Sendung kommentierte der Botschafter auch die Arbeit des russischen Militärs, die sich anscheinend schon in Venezuela befinden. Diese sind als Instrukteure vor Ort und helfen dem Militär, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu entwickeln. Insbesondere helfen die russischen Militärs bei der Betreuung und Instandsetzung von Militärtechnik. Angesprochen auf die Möglichkeit der Schaffung einer russischen Militärbasis in Venezuela, meint der russische Botschafter, dass ein Blick in die Verfassung des Landes reicht, wo konkret geschrieben steht, dass es keine ausländischen Militärbasen im Lande geben darf. Die russischen Medien erinnern in diesem Zusammenhang an Äußerungen des Pressesprechers des russischen Präsidenten. Dmitri Peskow hatte erklärt, dass Venezuela und Kuba souveräne und unabhängige Staaten sind. Sie selber haben zu entscheiden, welche Militärbasen sie benötigen und welche nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.